Stell dir vor, du bist unter 40 Jahren, eigentlich weit weg von den Wechseljahren, aber irgendwie sagt dir deine Gynäkologin, dein Gynäkologe, doch, sie sind in den Wechseljahren. Unglaublich, aber möglich. Aktuell behandle ich eine 24-Jährige, die in den sogenannten vorzeitigen Wechseljahren ist. Was das ist, wie es dazu kommt und was man dagegen tun kann, erzähle ich dir in diesem Video. Mein Name ist Dr. Med. Konstantin Wagner, ich bin Frauenarzt und mit diesem Kanal möchte ich dir eigentlich helfen, dir selbst zu helfen und dafür gebe ich dir einfach Fachwissen, umsonst gratis zum Angucken. Tolle Sache, sagst du, wie kann ich mich revanchieren? Indem du mir einfach ein kleines Abo dalässt, das würde mir schon sehr helfen, vielen Dank. Die Prämature Ovarialinsuffizienz, abgekürzt POI. Das ist etwas, was unfassbare Auswirkungen auf eine junge Frau hat und sogar mit einer eingeschränkten Lebenserwartung einhergeht. Und du kannst dir das genauso vorstellen, wie es sich anhört. Und wenn wir meine junge Patientin, eigentlich noch eine junge Frau, nehmen, dann ist die in den tiefen, tiefen Wechseljahren und wird dann nie wieder herauskommen mit all den Nebenwirkungen und Begleiterscheinungen, die es eben so gibt. Aber fangen wir mal vorne an. Wie häufig kommt überhaupt eine prämature Ovarialinsuffizienz vor? Die Literatur gibt an, ja, so 1%. Das ist eine Literaturangabe von 1986, da war ich persönlich noch flüssig. Mittlerweile geht man schätzungsweise davon aus, dass 2-4% davon betroffen sind, weil wir eine höhere Lebenserwartung haben und auch nach zum Beispiel Krebserkrankungen als Kind. Und da kommen wir gleich schon zu einem Grund, warum es dazu kommen kann. Es gibt aber ganz, ganz viele verschiedene Gründe, warum es zu diesen vorzeitigen Wechseljahren kommen kann. Der Grund, warum die Häufigkeit doch höher ist als damals angenommen, ist die höhere Lebenserwartung, die wir haben, vor allen Dingen nach Krebserkrankungen als Kind. Denn das ist ein Teilaspekt für die Ursache einer sogenannten prämaturen Ovarialinsuffizienz. Es gibt aber noch ganz, ganz viele andere Gründe, warum es zu diesen vorzeitigen Wechseljahren kommen kann. Kurze Begriffsdefinition. Ja, man redet oft von Klimakterium praecox, von vorzeitigen Wechseljahren, von prämature Menopause oder auch von primärer Ovarialinsuffizienz. Bedeutet alles das Gleiche, damit es einheitlich wird. Auch international ist man sich heute einig, dass das Ganze prämature Ovarialinsuffizienz genannt werden sollte. Symptome. Wie kommt man selbst auf die Idee, dass irgendwas nicht stimmen könnte? Und da sind wir vielleicht bei dem schönen Fallbeispiel aus meiner jüngsten Praxiserfahrung. Diese junge Frau hatte seit mehr als einem Jahr keine Periode mehr. Die erste Frage, die man sich natürlich stellt oder auch der Patientin stellt, hatten sie schon jemals ihre Periode? Es gibt ja auch Fehlbildungen zum Beispiel oder andere Dinge, die es unmöglich machen, dass man überhaupt eine Periode bekommt. Aber tatsächlich, mit 12, 13 Jahren, hatte sie so etwas wie eine Periode, zwar nicht lang und auch sehr, sehr kurz, und dann veräppte das aber. Und seitdem hat sie so gut wie keine Periode mehr gehabt. Warum sie erst so spät zum Gynäkologen, also in dem Fall mir, gekommen ist, kann ich euch auch nicht sagen, aber lasst mich mal so viel vorwegnehmen. Jede Amenorrhoe, also ein Ausbleiben der Periode, die über 3 Monate anhält und eben keine Schwangerschaft ist, gehört abgeklärt. Das bedeutet nicht, dass du die vorzeitigen Wechseljahre hast, nur weil es 3 Monate mal ausbleibt. Aber dann gehören natürlich auch andere Dinge, wie zum Beispiel das PCO-Syndrom, ausgeschlossen. Aber das ist schon fast eine der Definitionen für die prämature Ovarialinsuffizienz, ist nämlich ein Ausbleiben der Periode länger als 4 Monate. Da kommen aber noch so ein paar andere Dinge dazu, sprechen wir aber gleich drüber. Eine Amenorrhoe oder eine Oligomenorrhoe, also wenige Perioden pro Jahr, sind also so das erste Symptom, das man selbst mitbekommt. Nicht vergessen, diese Patienten sind in den Wechseljahren. Was hier an Hormonmangelerscheinungen schon vonstatten gegangen ist in der Zeit, ist schon eklatant. Was natürlich noch dazukommen kann, sind die Klassiker: Hitzewallung, Schlafstörung, eine Gereiztheit, Vaginalatrophie, also trockene Vaginalwände, trockene Augen, Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. All das wird euch bekannt vorkommen, wenn ihr diesem Kanal hier länger folgt und auch schon mal ein paar Folgen gesehen habt über Wechseljahrsbeschwerden. Genau das kann auch eine Patientin haben unter 40 und in dem Fall sogar Anfang 20. Bei ihr, also bei meiner Patientin, war es aber eher die Mama, die dann gesagt hat, du, das ist ja nicht ganz normal, guck doch mal bei deinem Gynäkologen vorbei.
Und dann geht es bei mir um die Diagnostik. Natürlich sprechen wir erstmal mit der Patientin. Gab es schon mal eine Periode? Wie lang war die? Seit wann ist die Periode ausgeblieben? Wir müssen eine riesen Diagnostik machen. Dazu gehört natürlich auch eine ausführliche gynäkologische Untersuchung im Anschluss. Gibt es vielleicht auch Fehlbildungen, also chromosomale Störungen? Gibt es überhaupt eine Gebärmutter? Oder ist da eine Fehlanlage? Ist die Vagina verschlossen? Kann das Menstruationsblut vielleicht überhaupt nicht abfließen? Und es sammelt sich in der Gebärmutter. All das sind Dinge, die wir ja vorher ausschließen müssen. Aber natürlich müssen wir auch die Hormone bestimmen. Und hier kommen wir jetzt zur weiteren Definition der POI. Wir hatten schon gesagt, Ausbleiben der Periode über 4 Monate, ein Kriterium. Ein zweites Kriterium laut Leitlinie ist in der Hormonbestimmung das sogenannte FSH, das follikelstimulierende Hormon. Das wird hier oben ausgeschüttet und hat den Zweck, die Eierstöcke wachzurütteln. Wenn die aber keine Rückkopplung geben und sagen, hier unten ist nichts los, dann wird hier oben auf jeden Fall gefeuert ohne Ende. Das heißt, diese FSH-Werte sind sehr, sehr hoch. Genauso wie bei Frauen vor den oder in den Wechseljahren. Da versucht also wirklich die Hypophyse, das Letzte aus den Eierstöcken rauszupressen. Aber es kommt kein Feedback. Und die ESRE-Leitlinie sagt aus, dass das FSH über 25 internationalen Einheiten in Abstand von 4 Wochen, das heißt, man macht einmal eine Blutentnahme, wartet 4 Wochen, also wenn es erhöht ist, und macht nochmal. Und wenn diese beiden Werte über 25 sind, plus ein Ausbleiben der Periode über 4 Monate, dann spricht man von so einer prämaturen Ovarialinsuffizienz, wenn natürlich die Patientin entsprechend jung ist. Klar guckt man sich auch die Eierstöcke an und früher hat man den sogenannten antralen Follikel-Count gemacht. Man hat sich also die Follikel genommen in den Eierstöcken und die erstmal abgezählt. Was man auch machen kann, mache ich auch und habe ich auch gemacht, kann ich euch gerne mal einblenden, ist auch mal das AMH anzugucken, das Anti-Müller-Hormon. Das ist ja quasi so der indirekte Maß für die Eierstocksreserve oder die Eizellreserve. Auch diese Werte sind erschreckend, wenn man das sieht. Das sind Werte, die hat eine Frau jenseits der 60, wenn überhaupt. Die sind komplett leer, diese Eierstöcke. Da ist kein Rest mehr drin an Eizellreserve. So, kommen wir mal zu den Ursachen. Das wird ja vielen einfach so ein bisschen als auf der Seele baumeln. Oh Gott, wie kommt es dazu? Es gibt wahnsinnig viele Ursachen. Es gibt zum Beispiel, das habe ich angesprochen, das möchte ich auch gleich nochmal aufnehmen, die Möglichkeit, dass da eine Krebserkrankung vorgelegen hat und eine Chemotherapie notwendig war oder eine Bestrahlung im kleinen Becken. Und hier kommt es darauf an natürlich, wie alt ist die Patientin? Kann man hier eventuell bei einer Bestrahlung die Eierstöcke operativ aus dem Bestrahlungsfeld operieren? Also einfach irgendwo anders fixieren im Bauchraum, weil hier unten vielleicht bestrahlt werden musste. Bei einer Chemotherapie kann man überlegen, je nach Alter der Patientin, entnehmen wir vorher vielleicht Eizellen und kryokonservieren wir, also frieren wir sie ein, dass sie später vielleicht doch noch eine biologische Mutter werden kann. Oder entnehmen wir sogar Eierstockgewebe, was aufbereitet und auch eingefroren werden kann und später wieder implantiert werden kann in den Körper und auch zu einer biologischen Mutterschaft führen kann. All das ist möglich, wenn eine Patientin im entsprechenden Alter ist, wenn nicht so viel Zeit vergehen darf zur Chemotherapie, aber innerhalb von 2 Wochen hat man diese Option, die ich gerade genannt habe, eigentlich auch erledigt. Diese Optionen fallen aber leider weg, wenn es andere Ursachen der POI gibt, wie zum Beispiel bei meiner Patientin. Hier gibt es genetische Ursachen, warum ich sie auch direkt zur genetischen Beratung geschickt habe. Und hier gibt es zahlreiche genetische Störungen, kann ich euch gerne mal einblenden, die zur POI führen können. Es gibt Autoimmunerkrankungen, also wo Antikörper des eigenen Körpers Dinge und Gewebe angreifen, die dann zum Funktionsverlust führen. Berühmtes Beispiel ist sogenannter Morbus Addison, also an der Nebenniere eine Erkrankung, die genau zu so einem Bild führt, warum ich die Patientin jetzt auch zu einer Endokrinologin schicke, um eben dieses auszuschließen. Es gibt Fallberichte, wo einige Infektionen, Mumps, Masern, Herpes, CMV, was ja auch ein Herpesvirus ist, dazu führen können, dass eine POI vonstatten geht. Aber hier gibt es wirklich nur einzelne Fallberichte und man kann nicht sagen, dass Herpes XY oder CMV definitiv POI macht. Und, das ist wichtig, es gibt die idiopathische Form. Idiopathisch klingt immer super und ist das Synonym für, keine Ahnung, wir wissen es nicht, es ist einfach passiert. Und das scheint in dem Fall meiner Patientin der Fall zu sein. Denn bis jetzt ist jegliche Diagnostik auf die Ursache unauffällig gewesen. Was für gesundheitliche Folgen hat zum Beispiel diese junge Frau zu erwarten? Und hat sie auch schon zum Teil. Und die sind eklatant und das trifft auch Frauen in den Wechseljahren später. Und eine große Folge ist die Osteoporose, der Knochenschwund. Wenn ich weiß, was das ist und ab wann man von Osteoporose spricht, darf sich gerne dieses Video mal anschauen.
Frauen mit POI haben ein Risiko von Osteoporose von 8-14%. Und das wird noch potenziert, dieses Risiko, wenn man zum Beispiel raucht, sich schlecht bewegt oder gar nicht bewegt oder sogar Vitamin D oder einen Kalziummangel aufweist. Ich habe es anfangs erwähnt, Frauen mit POI haben eine eingeschränkte Lebenserwartung. Das ist so eine krasse Aussage. Ich muss dieser jungen Frau von Anfang 20 sagen, sie haben, wenn wir nichts machen, eine absolut eingeschränkte Lebenserwartung. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass das Herz-Kreislauf-System durch den Hormonmangel extrem belastet wird. Wir haben hier ein hohes Risiko für Arteriosklerose, weil auch die Blutfette durch den Östrogen- und Progesteronmangel komplett durcheinander gewürfelt werden. Wir haben ein erhöhtes Diabetesrisiko, was man auf keinen Fall unterschätzen darf, gerade bei Frauen in den Wechseljahren. Wir haben Einschränkungen anderer Drüsen, allen voran zum Beispiel der Schilddrüse oder auch den Nebennieren, denn die stehen ja alle in der Kommunikation mit eigentlich den Hormonen aus dem Eierstock. Und wenn die nicht da sind, da fehlt da auf jeden Fall ein großer Kommunikationskanal und hier muss dann eben auch Schilddrüse, Nebenniere, alles im Auge behalten werden. Wir haben ein großes Risiko für Depressionen oder depressive Episoden, weil wir wissen, dass Östrogen- und Progesteronrezeptoren im Gehirn wahnsinnig wichtig sind für die Stimmung. Wir haben psychosexuelle Probleme, Frauen haben Libidoverlust ohne Ende, sie haben, wie gesagt, Muskelschmerzen, trockene Schleimhäute, trockene Vaginalwände. Dadurch gehäuft auch urogenitale Beschwerden, wie Blasenentzündungen, was ja auch Frauen in den Wechseljahren oft haben, oder auch Infektionen anderer Art. Und ja, auch Frauen Anfang der 20er können auf einmal eine Urininkontinenz entwickeln, einfach weil das Östrogen im Beckenboden und in der Vaginalwand fehlt. Ich könnte noch ein bisschen weitermachen, weil die Auswirkungen vom Hormonmangel sind eklatant. Wenn man sich mal anschaut, was für Funktionen nur Östrogen und Progesteron als Hormon haben, dann sieht man mal, das ist nur ein Auszug, was passiert, wenn das alles wegfällt. Was da alles durcheinander gerät, ist eklatant. Und deswegen muss diesen Frauen geholfen werden. Und wie geht das? Das erzähle ich euch jetzt. Erstmal muss man natürlich sich den Lifestyle nochmal anschauen. Man muss aufhören zu rauchen, unbedingt. Man muss gesund sich ernähren. Man muss ausreichend auch Sport machen, Bewegung haben, um der Osteoporose entgegenzuwirken. All das ist natürlich absolute Grundlage. Aber diese Frauen und auch meine Patientin braucht, und das klingt absurd, mit Anfang 20 eine Hormonersatztherapie. Und dann gibt es viele Studien, dass man geschaut hat, okay, was passiert denn, wenn ich der Frau jetzt einfach die Pille gebe? Da ist ja auch so eine Art Östrogen drin, in den meisten Fällen dieses Ethinylestradiol und da ist ein Gestagen drin, also ein synthetisches Gelbkörperhormon. Ja, funktioniert auch ganz okay. Aber wie sieht es denn aus, wenn ich der Frau bioidentisches Östrogen gebe und bioidentisches Progesteron? Gerade beim bioidentischen Estradiol, also dem natürlichen Östrogen, sieht man, dass da der Effekt größer zu sein scheint auf all die Begleiterkrankungen, die wir gerade hatten und eben auch weniger Nebenwirkungen zu erwarten sind, gerade wenn man das über die Haut aufträgt. Die bioidentische Hormonersatztherapie ist ein Thema für sich, habe ich dir hier extra ein Video zu gemacht, darfst du dir in aller Ruhe gleich nochmal anschauen. Das wird jetzt hier den Rahmen sprengen. Da wirst du auch lernen, dass, wenn ich nur ein Östrogen über die Haut gebe, ich unbedingt auch die Gebärmutterschleimhaut schützen muss in Form eines Gelbkörperhormons. Inwieweit da individuell orales Progesteron vielleicht reicht oder brauche ich vielleicht doch ein Gestagen, also ein synthetisches Gelbkörperhormon, das ist sehr individuell. Und klar sprechen wir auch über Nahrungsergänzungsmittel zum Teil, allen voran Vitamin D, Calcium. Das sind Dinge, die ich im Auge behalten muss, gerade zur Winterzeit, denn diese Werte müssen unbedingt konstant bleiben, um eben dieser Osteoporose weiter entgegenzuwirken. Ja, es wird dir wahrscheinlich auf der Seele brennen, wie ist das denn mit Schwangerwerden bei so einer jungen Frau? Was sage ich dir denn? Ich sage dieser jungen Frau, dass sie mit ganz, ganz, ganz hoher Wahrscheinlichkeit nicht biologisch selbst schwanger werden kann. Das heißt nicht, dass sie nicht generell schwanger werden kann, aber die Eizelle wird dann wahrscheinlich nicht von ihr stammen, denn sie hat keine Eizellen mehr. Und das ist eine harte Aussage und das ist unwiederbringlich. Wir können die Eizellen, die irgendwann mal genetisch uns angelegt wurden, nicht einfach wieder herbeizaubern. Sie sind weg und weg ist weg. Ja, und da sprechen wir über Eizellspende. Und da sprechen wir auch über die Schwierigkeit in Deutschland überhaupt eine Eizellspende durchzuführen. Das ist aber ein anderes Thema. Wenn dich das interessiert, schreib es mir gerne in die Kommentare. Wir können sehr gerne mal über Eizellspende sprechen. Generell sollten wir viel mehr über solche Erkrankungen sprechen, wie zum Beispiel auch das PCO-Syndrom, was ja ein bisschen ähnlich sich manchmal gibt. Darfst du dir gerne dieses Video hier anschauen. Und ja, wenn du Wechseljahre jetzt gehört hast und denkst, wow, da möchte ich mich ein bisschen mehr mit befassen, hier unten das Video. Das ist was für dich. Und damit ich mehr Videos von der Art machen kann, lass mir doch einfach ein Abo da und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Viel Spaß bis dann und tschüss.